Das fünfte Element von Regisseur Luc Besson hat alles, was ein guter Film braucht. Der Sommerblockbuster aus dem Jahr 1997 spielt im 23. Jahrhundert und bietet eine faszinierende Geschichte über den ehemaligen Major der Special Forces und heutigen Taxifahrer Corbin Dallas, der sich zusammen mit dem orangehaarigen humanoiden Lilo auf eine Mission begibt, um Steine zu beschaffen, die die Erde vor dem sicheren Untergang retten sollen. Der Film zeichnet sich durch starke Leistungen seiner unglaublichen Besetzung, intensive Kampfszenen und großartige komödiantische Einlagen aus. Die vielleicht ikonischste Szene des Films ist jedoch diejenige, die sich um den Opernauftritt der außerirdischen Diva Plava Laguna dreht. Sie singt ein einzigartiges Stück von Il Dolce Suono aus der Oper Lucia di Lammermoor, das im Film von Ingvar Moola gespielt wird. Die blauhäutige Diva verzaubert nicht nur das fiktive Publikum der Szene, sondern auch das echte. Vom Gesang über die visuellen Eindrücke, die die Diva umgeben, bis hin zu ihrem Aussehen, es ist schwer, sich der Faszination dieser Szene zu entziehen. Rückblickend stellt sich eine große Frage. Wer war die eigentliche Darstellerin unter dem unvergesslichen blauen Make-up, den Tentakeln, die aus dem Kopf wuchsen, und der kunstvollen schwarzen Halskette und den dazu passenden Armbändern? Moola, die Sängerin, ist es nicht. Ihr Name ist Maiwenn Lebesgue. Bevor sie die blaue Gesichts- und Körperbemalung und das aufwendige Alien-Kostüm anlegte, um die Diva Plava Laguna in das fünfte Element zu spielen, hatte Maiwenn schon einige Jahre als Schauspielerin gearbeitet. Ihre erste bekannte Rolle spielte sie im Alter von 5 Jahren als Prune in dem Film Heirate mich nicht, Cherie von 1981. Danach spielte Maiwenn das Kind in dem preisgekrönten Drama Ein mörderischer Sommer von Regisseur Jean Becker aus dem Jahr 1983, das damals in Frankreich ein großer Erfolg war. In den folgenden 10 Jahren spielte Maiwenn in mehreren französischen Filmen mit, darunter 1986 in Im Vorhof der Hölle. Luc Besson begann in dieser Zeit eine Beziehung mit Maiwenn, als sie gerade 15 Jahre alt war und er Anfang 30. Maiwenn und Besson lernten sich kennen, als sie erst 12 Jahre alt war. 4 Jahre später, am 3. Januar 1993, brachte Maiwenn die gemeinsame Tochter Shanna Besson zur Welt. 1994 spielte Maiwenn das blonde Mädchen in Bessons Film Léon, der Profi. Darin spielen Jean Reno als der titelgebende französische Attentäter und Natalie Portman als 12-jährige Mathilda Lando, die Léon nach dem Mord an ihrer Familie zögernd bei sich aufnimmt. Maiwenns Callgirl-Figur ist nicht lange im Film zu sehen. Sie taucht nur für einen kurzen Moment zu Beginn des Films auf. Maiwenn war erst 21 Jahre alt, als das fünfte Element im Mai 1997 in die Kinos kam. Zu dieser Zeit war sie mit Luc Besson verheiratet, der sie bat, die Rolle der Diva zu spielen. Überraschenderweise lehnte Maiwenn zunächst ab, da sie der Meinung war, dass die gemeinsame Arbeit nicht gut für ihre Ehe wäre. In einem Interview erklärte Maiwenn, sie habe Besson ein Ultimatum gestellt. Either you choose you are with me and we don't work together, either we're not together and okay, I would do the Diva. In demselben Interview erklärte Maiwenn, dass Besson die Absage akzeptierte und ein deutsches Model für die Rolle besetzte. Das Model erschien jedoch nicht zu einer geplanten Kostümanprobe und einem Make-up-Test in London und weder sie noch ihr Agent waren zu erreichen. Als Maiwenn den Stress von Besson sah, bot sie an, für sie einzuspringen und 2 Tage später begannen die Dreharbeiten. Es scheint, dass Maiwenns Sorgen darüber, wie sich die Zusammenarbeit auf ihre Ehe und die ihres Mannes auswirken könnte, durchaus begründet waren. Sie und Besson beendeten ihre Ehe schließlich während der Dreharbeiten, als Besson Maiwenn für Mila Jovovich verließ, die in dem Film Lilo spielte. Besson und Jovovich heirateten 1997 und ließen sich 1999 scheiden, nachdem sie in der Titelrolle seines Films Johanna von Orleans bekannt geworden war. Eine positive Nachricht ist, dass Maiwenns Karriere seit ihrer Rolle als Diva steil nach oben geht. Von 1997 bis 2020 hat sie über 20 Rollen in Film und Fernsehen gespielt. Maiwenn hat in Kurzfilmen wie Coquelettes und Oui, Drue, Chalot mitgewirkt. Sie war in dem Fernsehfilm L'Oiseau Rare zu sehen, sowie in verschiedenen Filmen wie High Tension, Liebe ist das perfekte Verbrechen, The Price of Success, All Inclusive und The Man in the Hat. Und auch in mehreren Serien wie Nestor Burma und Kamera Café. Maiwenn begann 2004 mit dem Regieführen, Schreiben und Produzieren. Ihr erstes Projekt als Regisseurin war 2004 der Kurzfilm I'm an Actress, in dem sie Isabelle spielte. Danach führte sie Regie, produzierte und spielte die Hauptrolle in dem Film Verzeiht mir von 2006. Anschließend führte sie Regie und spielte 2009 in All About Actresses. Maiwenns dritter Spielfilm Polizei, bei dem sie das Drehbuch schrieb, Regie führte und die Hauptrolle spielte, wurde für 13 César Awards nominiert, die als französische Oscars gelten, darunter für das beste Originaldrehbuch, die beste Regie und den besten Film. Ähnliche Auszeichnungen erhielt sie für ihren nächsten Film, Mein Ein, Mein Alles.
Mai Wens jüngstes Projekt war ADN, bei dem sie Regie führte, gemeinsam mit Mathieu Demy das Drehbuch schrieb und die Hauptrolle der Nash übernahm. Der Film kam am 19. Mai 2021 in die französischen Kinos, nachdem er im September 2020 auf dem Filmfestival von Deauville erschienen war. Neben ihrer beruflichen Karriere ist Mai Wen auch Mutter von Tochter Shanna, die heute Fotografin und Schauspielerin ist, und Sohn Diego, den sie mit ihrem zweiten Ehemann Jean-Yves Le Fur hat. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.